Ich habe einfach mal, ja, ich habe mal gedacht, jetzt ist Zeit für eine neue und habe ich mir eine neue geholt. Deswegen, ich bremse ja ganz gerne ab, obwohl ich 80 fahre. Ich weiß nämlich nie, ob er dann sagt, ha, verarscht, geblitzt. Bin gerade 81 gefahren, aber wurde nicht geblitzt. Ja, der hat meist, also die Blitzer haben eine Toleranz von 2. Okay, das ist gut. Der hat ja noch Glück. Weil bei 3 Blitzer, glaube ich. Also wir haben das mal getestet. Also was heißt wir? Der The Gamer hat das getestet. Okay. Der war auch beim Dings dabei. Ja, ist ja noch gut. Ja, ich habe letztens ein Livestream gemacht und dann sind wir so gefahren. Und dann habe ich mir gedacht, warum überall alles nur Collision Zone ist. Da hinten kommt ein Geisterfahrer. Sehe auch Also, gerade. ich sage nur Collision Zone. Ja, da kommt ein Geisterfahrer. Ja, moin moin, was geht ab, Erik? Alles fresh? Er hat jetzt Hat Spaß gedacht gemacht? gehabt, komm, ich verarsch die mal, ich fahr jetzt mal drauf zu. Und dann passiert nichts. Ja, das kannst du nicht machen jetzt aktuell. So was, Leute ärgern. Können dir so viele Geisterfahrer entgegenkommen, wie sie wollen. Ein Kumpel hat das auch mal gemacht. Da ist er auch drauf zugefahren und der sind beide ausgewichen. Er hat das während des Rauffahrens hat er vergessen, dass No Collision ist. Okay. Ehrlich, kein Spaß, ey. Ich Ja, hab also mich so. eben, ja, eben habe ich mich ja auch erschreckt. Da kam so ein LKW, wollte rausfahren und da habe ich mich erstmal erschreckt. Hoffentlich rammt er mich jetzt nicht. Und dann, ja. Mir dann erstmal eingefallen ist, dass die ganze Welt ja nur Collision Zone ist. Also man merkt schon, wenn halt alles nur Collision Zone ist, dann passt man schon gar nicht mehr auf. Ne? Wenn ich Ja. jetzt alleine fahren will, würde ich einfach Gas geben. Wenn man dann wird von Schnuppe. Weil es halt dann eh egal ist, ne? Weil hier passt keiner auf, die fahren nicht wie einfach wie sie wollen. Wie bist du eigentlich zu YouTube gekommen oder generell zum Livestream? Ich? Ja. Weil Ja, meine Abonnenten kennen dich ja nicht. also ich habe angefangen, ich habe den Schrobi zugeguckt, quasi wie er also ein Livestream gemacht hat von ETS 2 und dann habe ich gedacht, der ist sympathisch, der ist nett, mit dem kannst du halt ruhig gerne fahren. Und da bin ich mal bei ihm halt mitgefahren. Ich durfte es ja, ich war ja auch Alkohol noch und so. Und irgendwann hat sich dann immer mehr so was wie so eine Freundschaft entwickelt und sind wir immer öfters gefahren. Aber ja, zur Zeit fährt er halt kein Multiplayer mehr, weil halt zur Zeit die Multiplayer nicht mag. Er war erst bis 1.14. Ja, danach ist noch der Bravi, der Baby dazugekommen, der André. Und ja, dann halt irgendwann habe ich dann halt mal geguckt, wie das so mit dem Stream geht. Und dann habe ich irgendwann angefangen. Und jetzt stream ich aktuell fast jeden Tag. Und lade ab und zu mal Videos auf YouTube hoch oder so, vielleicht auch die Streams, wo ich gerade Lust habe. Okay. Also ich bin mehr so und auf Twitch unterwegs als auf YouTube. Okay. Mit was streamst du? Mit deiner Grafikkarte? Nein, ich streame gerade mit meiner CPU aktuell. Okay. Die Grafikkarte lasse ich eher komplett für die Spiele. Es gibt halt Leute, die können halt besser mit der Grafikkarte streamen und es gibt Leute, die können besser mit der CPU streamen. Dann muss man sich halt testen. Und man muss gucken halt, was man für eine Grafikkarte hat, weil nicht jede funktioniert. Hat man eine etwas untere, glaube ich, unter 600 geht es, glaube ich, nicht. Glaube ich, über 600 kann man dann, glaube ich, auch mit der Grafikkarte streamen. Na, ich weiß gar nicht, Ich was habe für eine ich aber habe. erst seit 2 Tagen die neue Grafikkarte, weil die alte durchgebrannt ist. Welche hast du dir geholt? Ich habe jetzt die GeForce TTX 750 Ti. Ich glaube, die habe ich auch. Aktuell Ich kann gleich mal von gucken, während der Fahrt gehe ich mal kurz an meinen PC ran hinten und gucke mal. Gigabyte. Ich habe die von Gigabyte. Die WinForce Edition. Okay. Jetzt Ja, fahre ich. witzig, ich drück Kupplung, ich drück Kupplung und gehe vom Gas runter und sowas, weil ich den 10. Gang reinmachen wollte und habe vergessen, den 10. Gang reinzuschalten und fahre mit dem 9. Ja. Und dann habe ich letztens da den ETS Multiplayer 8-Stunden-Stream gemacht.
Und danach hat er die Grafikkarte nicht mehr so richtig vernünftig gekühlt. Und dann hat die den Geist aufgegeben. Dann ging nichts mehr. Hast du einen Kühler mit dran oder was? Ja klar, da ist der Lüfter mit dran und alles. Ach so. Und da hat es halt nicht mehr richtig gekühlt und dann ist halt durchgeschmort. Ja. Zum Glück mir noch nie Ja. passiert, in der ganzen Zeit, wie ich meinen PC habe. Okay, was halt diesen PC, den habe ich jetzt noch nicht so lange, aber meinen alten PC, der hat mich, glaube ich, 3 oder Jahre begleitet oder sowas. Und da hatte ich das auch nicht. So, jetzt gucke ich mal. Also einen Moment, wenn ich scheiße fahre, wundere dich nicht. Ja, sehe ich gerade. Ich muss mal mein Ja, Handy. ich habe einfach mal, ja, ich habe mal gedacht, jetzt ist Zeit für eine neue und habe ich mal eine neue geholt. Und Also. seitdem läuft noch die Spiele flüssiger und der Stream und alles. Man, guck mal, man merkt schon, wenn du auf der anderen Seite guckst, wenn die Leute schneller als 90 fahren, fangen sie an zu laggen. Ja. Das ist halt das Problem auf diesem Server aktuell. Ich habe eine GTX 760. Da siehst du eine ganz kleine, ein bisschen bessere Version von mir habe ich Mit jetzt gerade. 1,5 Gigahertz. Okay, wie viel Arbeitsspeicher? Mein PC? Nee, die Grafikkarte. Warte, muss ich auch wieder gucken. 1 oder 2 oder 3. 2 GB Edition. Woran erkenne ich das? Müsste doch bei draufstehen. Ne, hier steht einfach nur Nvidia GeForce GTX 67 1,5 GB. Gigabyte. Ja. Ja, ist ja gut. Hast du eine 1 GB Grafikkarte? Ja. Ja, ich habe eine 2 GB Grafikkarte. Arbeitsspeicher habe ich 8 GB DDR3. Oh ja. Eine 60 GB SSD. Leider Jo. zu wenig. Ich brauche noch eine größere. Ich muss mal gucken, wie ich die ausbessern kann, weil mein Betriebssystem da drauf ist. Ja. Und plus 2 Terabyte. Oh, läuft doch. Das heißt, alles Wichtige, was ich brauche, läuft über meine SSD. Ja. Nur komischerweise installieren sich irgendwelche Scheiße auf der SSD. Das musst du dann musst du das mit der Installation umleiten, dass das quasi woanders installiert. Ja, aber es sind Dafür musst du so auch dafür. vom Windows irgendwelche Sachen, dass die extremst voll wird. Ständig habe ich da irgendwelche neuen Sachen vom Windows drauf. Okay. Frage ich mich dann, hä, wie kommt das jetzt da drauf? Ich habe meinen PC gerade mal aktuell allem drum und dran nagelneu, erstmal seit 3 Tagen oder so. Muss ich auch erstmal alles wieder neu drauf machen. Das heute war mein erster richtiger 4-Stunden-Stream, den ich gemacht habe, um zu gucken, ob überhaupt alles läuft, weißt du? Okay. Aber ich musste ja alles neu einstellen bei OpenBroker. Ne? Weil neue Grafikkarte ist wieder alles unterschiedlich. Ich musste tanken oder was? Nee, Bild. Ich bin ja so ein Bildfanatiker. Ja, Wenn du alle das meine musste ich Videos mich auch schon anguckst. auf Steam musste ich auch schon so Ach. über 350 Fotos oder so Wir haben. fahren auf einen anderen Parkplatz da hinten drauf. Okay. Du meinst die Grenze? Oh Gott. Sorry, das Schild bezahle ich. Jetzt mal auf die Rechnung. Wenn ich beim nächsten Mal tanke. Und das Schild auch. Wenn du nächstes Mal hier tankst, Ja. kommst circa im Spiel, weiß ich nicht. So, Okay. hier, schöner So. Parkplatz. Achtung. So. So, erstmal eine Parkbucht hier finden. Komm, dann nehme ich mal direkt die. Ach, da hast du die genommen, okay. Ich muss immer Screens machen. Also wenn du alle meine wer meine Videos verfolgt auf ETS, der weiß, ach du Scheiße, der macht circa 3 Screens oder sowas in jeder Folge. Ja, und dann suchst du immer das Beste aus, was du als Thumbnail nutzen kannst, ne? Ja. Ja, wer kennt das nicht, ne? So. Ich lasse immer so ein bisschen seitlich so ein bisschen Platz immer. Weil dann kann schön das große ETS2 Multiplayer-Logo dahin. Durch den Hintergrund mal ein bisschen unscharf machen. Ne, das sieht blöd aus. Sieht nicht so schön aus. Ich mache immer, mit was machst du das Foto? Ich mach's gerade aktuell mit dem Fotostudio. Ja, ich auch. Und dann mache ich Sättigung immer schön komplett rein. So, Screenshot ist geknipst. Jetzt sieht das aus, als hätte ich dreimal den gleichen Screen gemacht. Aber da hat gerade gepasst, weil die Leute da dran vorbeigefahren sind.
bei mir macht Steam komischerweise immer automatisch zwei Fotos statt eins. Ja, Kann auch. macht er bei mir auch mit F12. Ja. Deswegen nutze ich sehr selten F12. Also ich würde sagen, kann los sein, ja. Jo. Willst du vorfahren? Komm, fahr du vor. Okay, dann fahre ich mal vor. Oh, aber das dauert bei mir länger, ich habe 25 Tonnen. Ja, nicht so Problem, ich habe 16. Nur ich hasse das, also immer fahre ich vor. Ich weiß nicht warum, das ist so eine Angewohnheit, das hat sich mal so eingebürgert, Okay. dass dann ich immer in meinen Videos vorfahre. Dann sieht man mich immer in erster Stelle und da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Also bei mir ist es eigentlich immer egal. Ich fahre überall gerne. Ob es vorne mit oder hinten ist. Das stört mich eigentlich nicht. Hauptsache ich fahre mit. Na. Hauptsache wir fahren alle vernünftig. Kann Das ich haben wir jetzt auch lachen. gerade einen Schlenker gemacht, ne? Ja. Aber wir fahren schon nach Paris rein, ne? Was? Oder? Nein, das ist Lyon oder was das ist. Ich hab noch 300. Eine Liege ist das. Das ist Belgien. Oh. Ich hab noch 356 Kilometer. Ich weiß nicht, ich habe die Karte unten nicht offen. Ich fahre mit Navi. Okay, ja, 350 Kilometer haben wir zwei noch. Der Blinker ist aber lange an. Oh, ho, ho, bremst du ab hier oder was ist los? Ich fahr gerade 80, kannst du mal? Okay, ich fahre 81. Jetzt 78, gehen wir mal weiter runter. Warte, Wohin ich gehe geht? mal Vollgas. Ich wollte sagen, mach den Tempomat auf 80 oder Ja, sowas. das ist auch auf 80, genau 80. Komischerweise hast du jetzt um die Zeit deine Ruhe. Warum auch immer. Kurios, kurios. Ruhe über was? Na hier, überall, also, dass dir kaum einer entgegenkommt. Ach. Liegt das daran, dass das eine Collision Zone ist? Sag das niemals zu laut. Man sollte niemals nie sagen. Ach. So. Die Ampeln gehen auch gleich in den Städten an. Ja, in einer Stunde, ja, so Knapp 40 eine Minuten. Stunde. Ja. So, jetzt kommen wir rüber. Hier ist der schöne Flughafen von Liege. Ja. Hat letzt, glaube ich, einer ein Foto von hochgeladen in der Facebook-Gruppe. Okay. Ich glaube, den nächstgrößten Flughafen, den ich bei mir in der Nähe habe, ist der Düsseldorf Airport. Wo wohnst du denn? Ich wohne in der Nähe von Mönchengladbach. Oha. Also ganz, also nicht so allzu weit weg von Düsseldorf. Wie lange wohnst du von Düsseldorf weg? Oh, so 20 bis 30 Minuten. Mit dem Zug? Ne, mit dem Auto. Mit dem Zug. Ja, knapp eine Stunde. Wie alt bist du überhaupt? Ja, 20. So. Warum? Weil du sagtest gerade mit dem Auto. Mit dem Auto, ja, ich bin schon am Führerschein dran, Junge. Ah, Langsam brauche ich mal einen Führerschein. Möchte auch ein bisschen heizen. Ich brauche keinen. Ne? Okay. Gut. Nee, ich habe hier öffentliche Nahverkehrsmittel, die fahren ja alle, wo ich hin muss, im 10-Minuten-Takt der Bus und der Zug jede Aber beim halbe Zug Stunde. streiken sie doch sehr oft jetzt zur Zeit, oder? Jetzt, die sind seit gestern, also seit Samstag sind die am Streiken bis Montag. Ja, die sind verrückt, die Leute. Wollen schon wieder mehr Geld. Aber ich habe ja den Bus. Der fährt ja im 10-Minuten-Takt. 10 Minuten? Ja. Bei mir nur jede Stunde. Ja, ich wohne bei Hannover, ne? Na, ist gut. Aber ich bin am Wochenende jetzt, also in einer Woche bin ich in Oberhausen. Oberhausen, Turbinenhalle, Zentro. Ja, zum Zentro fahre ich auch. Zentro ist cool. Zentro bin ich nachts, also abends. Brauchst du 2 Tage für, wenn du alles durchhaben willst. Ja, ich habe Also einen Kollegen da, der wohnt da. wenn du in jedes Geschäft reingehen möchtest oder alles ganz normal gesittet so im normalen Gang durchgucken willst, brauchst du fast 2 Tage für. Weil es sind so viele Geschäfte und denke so riesig. Du musst komplett durch bis hinten durchgehen, um erstmal zu den meisten Essgeschäften durchzukommen oder sonst was.
Ding ist auf 2 Etagen. Hört sich an wie die Ernst-August-Galerie in Hannover. Ich war da einmal, ja. Ich habe gerade mal bestimmt noch niemanden ein Zehntel von dem ganzen Laden gesehen. Einfach nur rein, kurz durch die Gäste wieder raus.